Camping Live wird noch präsentiert von Caravaning Suisse und Camping TCS. Am Neuenburgersee ist heute Wind angesagt. Kann anfangen, ist es wieder mal eine gute Gelegenheit, sich zum Beispiel um ihren Rasen vor einem Wohnwagen zu kümmern. Ihr Boot zu pflegen oder sich sonst irgendwie zu beschäftigen. Doch für einen Wahrcamper oder wenigstens zwei davon ist es Zeit für den Surface Up. Heute im Programm der Gami Pizza und sein Kollege, der Markus Müller. Der Gami macht sein Surfsegel parat. Es hat Wind und er hat Zeit. Putzen tut für ihn sein iRobot. Ein Roboterstaubsauger, der genau auf die Dimension des Raums programmiert ist. Zurück zum Windsurfen. Die Bedingungen heute sind nicht ideal. Koffer geben nicht ab. Der Wind. Ja, irgendwie. Werden wir schnell etwas probieren. Wenn es nicht geht, kommen wir wieder rein. Wir haben wenigstens aufgeregt für die nächste Woche. Falls es kommt. Weit über 20 Jahre steht der Gami, wie auch sein Nachbar, der Markus Müller, schon auf dem Brett. Auch er ist nicht überzeugt von der Windstärke. Schlecht im Moment. Das ist zu klein, das Deck um Müller. Auch wenn es nicht top ist, die Herren wollen unbedingt auf den See. Mit 59 ist der Gami immer noch ein Freak. Seit ein paar Jahren braucht er aber eine Brille zum Surfen. Immer, weil sonst sehe ich die Wellen nicht. Und dann habe ich so mein System, wenn es mich putzt, dass ich die Brille nicht gerade verliere. Markus Müller, sein Segel ist deutlich zu klein. Das Grosse ist daheim zu halten. Er fragt sich, wo ist mein Wind? Ein Zuschauer hat aber einen entdeckt, der mit einem Riesensegel unterwegs ist. Gami läuft es nicht schlecht, er gleitet kurz an, kommt aber immer wieder zum Stehen. Das Problem ist das Material. Aber es ist dann gleich an, trotzdem umdornen, die langen Arme. Aber ja, wieder mal Material für die Welt. Total daneben, aber das macht nichts. Der Markus ist schon lange zurückgekommen. Er hat einen Ausschlag am Fuß. Ein neues Seegras hat sich im Neuenburgersee breit gemacht. So ein spitziges Seegras, das früher nie war. Und jetzt tut mir das allergische Reaktionen auslösen am Fuß. Ich weiß auch nicht, von wo das Gras kommt. Das ist auch kein Einheimisches. Das ist auch vom Aquarium eingeführt worden, nehme ich an. Doch ein kleines Pression und ein gemütliches Zusammenhocken hilft zum Träumen von mehr Wind. Ja, so Sturm, so 6-7 Beaufort sind optimal. Denn für den Markus und für den Gami ist das Gleiten über dem Wasser immer noch das höchste aller Gefühle. We'll be right back.
Camping Live ist noch präsentiert worden von Caravaning Suisse und Camping TCS.